Erraten, verehrte Zuschauer, heute wollen wir auf die Autobahn. Autobahnen dienen dem Schnellverkehr und es gelten dort besondere Verkehrsbestimmungen, die wir uns heute ansehen wollen. Eines jedoch vorweg, bevor Sie auf die Autobahn fahren, tanken Sie Ihren Wagen voll. Das Tankstellennetz ist dort nicht so dicht und Sie werden nur alle 30 oder 40 Kilometer eine Tankmöglichkeit finden. Ein stehengebliebenes Auto ist gerade auf der Autobahn eine besonders große Gefahr. Die Einfahrt zur Autobahn wird durch blaue Schilder mit weißer Schrift angezeigt. Fahren Sie langsam, weil die Einfahrt meistens als Kurve verläuft und der Verkehr auf der Autobahn die Vorfahrt hat. Hier beginnt die Autobahn. Die Einfahrt ist also bereits ein Teil der Autobahn. Ab hier gelten folgende Bestimmungen. Jedes Parken, freiwillige Halten und Rückwärtsfahren ist verboten. An manchen Einfahrten steht noch das alte Zeichen mit dem weißen Auto auf blauem Grund und dem Zusatzschild Autobahn darunter. Die Autobahn darf nur von Kraftfahrzeugen benutzt werden, die auf ebener Strecke schneller als 40 km in der Stunde fahren können. Das gilt auch für Zugmaschinen mit Anhänger. Kein Fahrzeug darf mit seiner Ladung höher als 4 Meter und breiter als 2,50 Meter sein. Auch wenn an der Autobahneinfahrt kein negatives Verkehrszeichen, Vorfahrt achten oder Halt, aufgestellt ist, so ist dennoch die Vorfahrt zu beachten, denn die Fahrzeuge auf der Autobahn haben in jedem Falle die Vorfahrt. Ich sagte es schon einmal, auf Einfahrten fährt man langsam. Dadurch zeigt man den Fahrern auf der Autobahn an, dass man ihre Vorfahrt achtet und rechtzeitig anhalten wird. Halten Sie so, dass Sie vom Fahrersitz aus den Verkehr auf der Autobahn gut überblicken können, dass Ihr Fahrzeug aber noch nicht in die Fahrspur hineinragt. Vorsicht! Der durchgehende Verkehr fährt 100 bis 140 Kilometer in der Stunde und ist schneller da, als Sie glauben. Warten Sie deshalb eine große Lücke zum Einordnen ab und holen Sie dann alles an Beschleunigungsvermögen aus Ihrem Motor heraus, damit Sie sich möglichst rasch dem Verkehrsfluss anpassen können. Auch auf der Autobahn gelten dieselben Regeln wie im Straßenverkehr. Es wird grundsätzlich rechts gefahren und links überholt. Der rechte Streifen in Fahrtrichtung ist die Fahrspur, der linke die Überholspur. Sie darf nur zum Überholen benutzt werden. Aber bevor wir überholen, noch etwas zur Geschwindigkeit. Wie wir bereits wissen, dürfen auf der Autobahn nur Fahrzeuge fahren, die eine Mindestgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometer einhalten können. Wie aber steht es mit der Höchstgeschwindigkeit? Auf der Autobahn gibt es für Personenkraftwagen, Kombis und Motorräder nach oben keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Führt man allerdings einen Campinganhänger oder überhaupt einen Anhänger hinter seinem Wagen mit, gilt dasselbe wie auf Bundes- und Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Man darf nicht schneller als 80 km in der Stunde fahren. Auch Lastkraftwagen dürfen auf der Autobahn generell nicht schneller als 80 fahren. Wenn ich sagte, dass die Geschwindigkeit für normale PKWs auf der Autobahn nach oben hin nicht beschränkt ist, so heißt das natürlich, dass man auch hier nur so schnell fahren darf, dass man sein Fahrzeug innerhalb der Sichtweite rechtzeitig zum Stehen bringen kann. Man darf sich auch auf der Autobahn nicht blind darauf verlassen, dass die Fahrbahn immer frei ist. Es kommt zum Beispiel öfter vor, dass ein Lastwagen etwas von seiner Ladung verloren hat oder dass, wie hier, plötzlich ein defektes Auto in der Kurve steht. Bis wir das Hindernis erkannt haben, sind wir von ihm nur noch 130 Meter entfernt. Es bleiben uns notfalls nur 130 Meter zum Anhalten, denn der Anhalteweg ist ja nicht länger als die Sichtweite. Wie schnell darf gefahren werden, wenn die Sichtweite 130 Meter beträgt? 100? 120? Oder 150 Kilometer in der Stunde? Was haben Sie geschätzt? Es sind 100 Kilometer in der Stunde. Zum Beweis wollen wir das Ergebnis einmal berechnen. Die Sichtweite ist gleich dem Anhalteweg. Und der Anhalteweg setzt sich aus Reaktionsweg und Bremsweg zusammen. Errechnen wir zuerst den Reaktionsweg. Die Geschwindigkeit, hier 100, wird durch 10 geteilt. Es verbleibt 10. Diese 10 wird mit 3 multipliziert, das ergibt 30. Der Reaktionsweg ist also 30 Meter lang. Die Faustregel zum Errechnen des Bremsweges ist noch einfacher. Wieder teilt man die Fahrgeschwindigkeit 100 durch 10. Die verbleibende 10 multipliziert man mit sich selbst, also 10 mal 10.
Das ergibt wieder 100. Der Bremsweg bei 100 Kilometer in der Stunde ist also 100 Meter lang. 100 Meter Bremsweg plus 30 Meter Reaktionsweg ergeben zusammen einen Anhalteweg von 130 Meter. Bei einer Sichtweite von 130 Meter darf man also nicht schneller als 100 Kilometer in der Stunde fahren. Leider gibt es immer wieder Autofahrer auf der Autobahn, die in den Kurven schneller fahren, als die Sichtweite es zulässt. Sie verlassen sich allzu sehr darauf, dass die Fahrbahn immer frei ist. Folgen Sie diesem Beispiel nicht, verehrte Zuschauer. Es geht nicht allzu lange gut. Noch etwas hängt mit der Geschwindigkeit zusammen, der Abstand. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer der Abstand. Wie groß nun? Als Faustregel nimmt man die Hälfte der Geschwindigkeit, die Sie gerade fahren, in Metern. Bei 120 Stundenkilometer sind das 60 Meter. Fahren Sie nie so dicht auf. Ihr Vordermann muss vielleicht im nächsten Augenblick aus einem für Sie unersichtlichen Grund plötzlich bremsen. Denken Sie an unseren Sänger und an seine Empfehlung. Halte Abstand, Autofahrer, von deinem Vordermann. Halte Abstand, 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 denn dann bleibt dein Auto ganz. Halte Abstand. Nochmals, wie lautet die Faustregel für den Abstand? Auf der Autobahn sollte der Abstand zum Vordermann mindestens die Hälfte der Geschwindigkeit, die man gerade fährt, in Metern betragen. Bei 100 Kilometer in der Stunde, also 50 Meter. Als letztes zum Thema Geschwindigkeit. Fahren Sie nach Möglichkeit so schnell, wie der Verkehrsstrom fließt. Nicht langsamer, sonst werden Sie mit Ihrem Wagen ein unnötiges Hindernis, an dem die anderen vorbei müssen. Auf diese Art und Weise entstehen Stauungen, die gefährlich sind. Gefährlich auch für Sie. Helfen Sie mit, dass der Verkehr auf der Autobahn reibungslos fließen kann. Wenn Sie bemerken, dass Sie ständig von Lastwagen, die ja nur 80 fahren dürfen, überholt werden und vor Ihnen die Autobahn kilometerweit frei ist, dann fahren Sie einfach zu langsam. Sie behindern den Verkehr. Legen Sie dann einen Zahn zu. Wollen Sie auf der Autobahn überholen, so denken Sie daran, dass man hier nicht mit Gegenverkehr rechnen muss. Schauen Sie vor dem Überholen schon frühzeitig in beide Spiegel. In den Innenspiegel, ob sich Ihnen von hinten schnellere Fahrzeuge nähern. Und in den Seitenspiegel. Der zeigt Ihnen, ob Sie nicht bereits überholt werden. Im Moment geht's nicht. Aber jetzt. Vor dem Ausscheren auch durch Umsehen vergewissern, ob die Überholspur frei ist. Nicht zu hastig, sondern allmählich nach links auf die Überholspur überwechseln und beschleunigen. Wechseln Sie erst auf die Fahrspur zurück, wenn Sie den Überholten im Innenspiegel sehen. Es gibt Fahrer, die das Überholtwerden nicht vertragen und verbotenerweise ihr Fahrzeug ebenfalls beschleunigen. Werden Sie überholt, dann dürfen Sie Ihre Geschwindigkeit nicht erhöhen, damit der andere seinen Überholvorgang möglichst rasch zu Ende bringen kann. Also keinen falschen Ehrgeiz, denn auch auf der Autobahn sind Wettfahrten nicht erlaubt. Da hat uns ein Wagen eingeholt. Der Fahrer zeigt seine Absicht zum Überholen durch das Blinken mit den Scheinwerfern an. Zum Überholen darf man auf der Autobahn die anderen Verkehrsteilnehmer durch Blinken mit den Scheinwerfern auf seine Absicht aufmerksam machen. Warnzeichen mit der Hupe sind ebenfalls erlaubt. Angenommen, verehrte Zuschauer, Sie haben an Ihrem Auto einen Wohnwagen oder Boot angehängt und vor Ihnen fährt ein Lastwagen mit 80 Stundenkilometern. Was meinen Sie? Dürfen Sie diesen Lastwagen überholen? Nein. Was der Fahrer da vorne macht, ist falsch. Zur Erinnerung, zieht man hinter seinem PKW einen Anhänger, darf man auf der Autobahn nur 80 Kilometer in der Stunde fahren. Und diese Höchstgeschwindigkeit darf auch beim Überholen nicht überschritten werden. Dasselbe gilt, wenn die Geschwindigkeit generell durch ein Verbotszeichen begrenzt wird. Hier ist angezeigt, dass in 200 Meter Entfernung eine Geschwindigkeitsbegrenzung folgt. Tempo 80 gilt dann hier ab dem Verbotszeichen mit dem Zusatzschild Anfang. Die angezeigte Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden, auch nicht beim Überholen. Leider gibt's von Zeit zu Zeit Grenzen der Geschwindigkeit. Nimm siehst du die schwarze Zahl, stets den Fuß vom Gaspedal. Nimm siehst du die schwarze Zahl, stets den Fuß vom Gaspedal. Nimm den Fuß vom Gaspedal. Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt es auf der Autobahn bei Gefällen,
Baustellen oder schadhaften Strecken. Hier ist die Geschwindigkeit begrenzt, weil ein Gefälle folgt. Die Gefällestrecke ist 4000 Meter lang, wie das Zusatzschild unter dem Warnzeichen anzeigt. Die 6,5% auf dem Warnzeichen bedeuten, dass hier die Straße jeweils auf eine Länge von 100 Meter gerechnet um 6,5 Meter abfällt. Sie zeigt also an, wie steil es bergab geht. Wir haben ja schon einmal über das Fahren und die Geschwindigkeit bei Gefälle gesprochen und dabei eine Faustregel aufgestellt. Erinnern Sie sich noch? Bergab fährt man mit demselben Gang, den man bergauf benötigen würde. Dabei wird der Wagen durch den Motor gebremst und rollt mit gleichbleibender Geschwindigkeit zu Tal, ohne dass man die Bremse betätigen muss. Das will ich Ihnen gern noch einmal beweisen. Ich habe für dieses Gefälle hier den passenden Gang eingelegt, den dritten. Und nun schauen Sie auf meine Füße. Sie sehen, ich brauche nicht zu bremsen und der Wagen fährt trotzdem konstant 80. Vor Steigungen und Gefällen steht auch oft diese Zeichenkombination. Ein Überholverbot mit Zusatztafel. Das Überholverbot gilt hier, wie die Zusatztafel anzeigt, nur für LKWs über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Sie dürfen andere, mehrspurige Fahrzeuge nicht überholen. Für alle anderen Fahrzeuge hat es keine Bedeutung. Darf man also mit einem PKW hier überholen? Personenkraftwagen, Kombifahrzeuge, Motorräder und auch Lastwagen bis zu 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht dürfen hier überholen, sofern sie dabei nicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km in der Stunde überschreiten müssen. Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird erst durch dieses Zeichen aufgehoben. Ein Zeichen, das zwar nicht die Geschwindigkeit beschränkt, ist der Wildwechsel. Trotzdem sollten hier, wie die Zusatztafel anzeigt, die nächsten 4 Kilometer langsamer gefahren werden. Man muss ständig damit rechnen, dass Wild die Fahrbahn überquert. Gerät ein Tier unter die Vorderräder eines schnell fahrenden Wagens, kann sich das Fahrzeug überschlagen. Fritze mit nem Kopf voll Sorgen fuhr nach Hause gegen Morgen und er übersah das Schild, aufgepasst, hier wechselt Wild. Und er übersah das Schild, aufgepasst, hier wechselt Wild. Als es krachte, wird der Träumer plötzlich wieder wach im Nu. Seine Karre halb im Eimer war garniert mit Rehragout. Seine Karre halb im Eimer war garniert mit Rehragout. Ebenfalls gefährlich sind Baustellen. Sie werden durch eine Unmenge von Verkehrszeichen angekündigt, die der Autofahrer alle erfassen muss. Schilder, Schilder, Schilder und nochmals Schilder. Aber halb so schlimm. Sehen wir uns eine Baustellenanfahrt systematisch an. Zuerst wird vor Baustellen das Überholen verboten und die Geschwindigkeit beschränkt. Die Verbotsschilder sind zu beiden Seiten der Fahrbahn aufgestellt, damit man sie auch beim Überholen nicht übersehen kann. Bei großen Geschwindigkeitsbeschränkungen wird die Höchstgeschwindigkeit schrittweise herabgesetzt, bis die Geschwindigkeit erreicht ist, mit welcher der Verkehr an der Engstelle gefahrlos vorbeigeleitet werden kann. Dadurch werden Auffahrunfälle vermieden. Ab hier sind es noch 600 Meter bis zur Baustelle. Auch diese Warnzeichen stehen an beiden Fahrbahnseiten. Auf den Engpass an der Baustelle wird auch hier durch das Warnzeichen Fahrbahnverengung hingewiesen, ebenfalls rechts und links der Fahrbahn. Jetzt sind es nur noch 200 Meter bis zur Engstelle. Aus der Form des Symbols auf dem Warnzeichen kann der Autofahrer entnehmen, dass hier die linke Fahrbahnseite für ihn gesperrt sein wird. An der Engstelle leiten Absperrbarken den Verkehr auf die richtige Fahrbahn. Ab jetzt muss man mit dem Gegenverkehr rechnen. Auch auf den Gegenverkehr wird extra noch durch ein Warnzeichen hingewiesen. Das Zusatzschild zeigt an, dass die Strecke mit dem Gegenverkehr 5 Kilometer lang sein wird. Und immer wieder wird an das Überholverbot erinnert. Hier ist die Strecke mit dem Gegenverkehr zu Ende. Das Überholen ist wieder erlaubt und die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind aufgehoben. Ab hier fließt der Autobahnverkehr wieder normal. Thank you.
Richtung. Wir nähern uns einer Ausfahrt. Auf Autobahnausfahrten weisen Ankündigungstafeln hin. Sie stehen meist 1000 Meter vor der Ausfahrt an der rechten Fahrbahnseite. Der Name auf der Tafel ist der Name der Ortschaft, die an der Ausfahrt liegt. Wir wollen zwar die Autobahn nicht verlassen, aber trotzdem kann es auch hier etwas für uns zu tun geben. Man kann nämlich den Fahrern, die auf die Autobahn wollen, das Einfahren erleichtern, indem man rechtzeitig auf die Überholspur ausweicht. Vorausgesetzt natürlich, dass man nicht gerade selbst überholt wird. Bevor man auf die Überholspur wechselt, wieder einen Blick in den Innen- und Außenspiegel. Zusätzlich durch Umsehen überzeugen, ob man nicht gerade überholt wird. Rechtzeitig auf die Überholspur fahren, damit der Fahrer an der Einfahrt erkennen kann, dass man ihm Platz lässt. Auf diese Weise kann der LKW sich auf die Autobahn einordnen, ohne erst anhalten zu müssen. Ein Blick in den Innenspiegel zeigt uns, dass wir weit genug an dem einfahrenden LKW vorbei sind. Wir können jetzt gefahrlos wieder nach rechts auf die Fahrspur zurück. So reibungslos geht dann das Einordnen. Selbst für Lastwagen, die ja bekanntlich nur sehr langsam beschleunigen können. Seien Sie also nett zu denen, die auf die Autobahn wollen und wechseln Sie rechtzeitig auf die Überholspur. Aber wie gesagt, nur, wenn Sie dabei die Überholer nicht behindern. Denn der Verkehr auf der Autobahn geht in jedem Fall vor. Was sehe ich denn da vorne? Das ist zwar sehr idyllisch, aber ist das auch erlaubt? Nein. Schon zu Beginn der Sendung wurde darauf hingewiesen, dass jedes freiwillige Parken und Halten auf der Autobahn außerhalb der dafür vorgesehenen Parkplätze und Haltestreifen verboten ist. Die Autobahn ist kein Picknickplatz. Damit es jedem klar wird, auf diesem schmalen Randstreifen darf nicht freiwillig gehalten werden. Auch nicht, wenn man den Wagen rechts von der weißen Begrenzungslinie auf die Wiese stellt. Ausgenommen natürlich in Notfällen oder bei einer Panne. Aber das kann man ja wohl nicht als freiwilliges Halten bezeichnen. Ist allerdings ein Randstreifen neben der Fahrbahnbegrenzung vorhanden, der mindestens 2 Meter breit ist, darf jederzeit kurz gehalten werden. Halten heißt aber nicht parken. Der Seitenstreifen darf nicht nur zum Beheben einer Panne benutzt werden, auch zum Fahrerwechsel oder zum Scheibenputzen darf hier gehalten werden. Das muss aber so geschehen, dass weder das Fahrzeug noch Teile seiner Ladung in die Fahrbahn ragen. Also, wie gesagt, kurzfristiges Halten ist auf freier Strecke nur erlaubt, wenn der Randstreifen mehr als 2 Meter breit ist. Am sichersten für Sie ist es jedoch, wenn Sie aus freien Stücken anhalten wollen, es auf einem der Parkplätze zu tun, die es ja reichlich und in kurzen Abständen überall auf der Autobahn gibt. Wenn Sie also die Absicht haben, sich die Beine zu vertreten, dann halten Sie Ausschau nach dem blauen Hinweiszeichen mit dem weißen P. 500 Meter vor dem nächsten Parkplatz steht das erste Hinweiszeichen. Schon jetzt das Tempo verlangsamen. Jetzt sind es nur noch 200 Meter bis zum Parkplatz. Spätestens jetzt muss der Blinker eingeschaltet werden, damit der nachfolgende Verkehr sich darauf einstellen kann, dass man die Fahrbahn verlässt und sein Fahrzeug noch weiter abbremsen wird. Die Parkplatzeinfahrt ist durch einen Pfeil unter dem P gekennzeichnet. Auch auf Autobahnparkplätzen wird in Fahrtrichtung rechts geparkt. Rechts und links ist das Parken nur erlaubt, wenn zwischen den abgestellten Fahrzeugen genug Platz zum Durchfahren bleibt. Parkplätze sind die Oasen der Autobahn. Hier kann man ungefährdet kleine Pannen beheben und ausruhen. Beim Verlassen eines Parkplatzes muss man sich ebenso verhalten wie an einer Autobahneinfahrt. Man fährt langsam an, bis man Einsicht in die Autobahn hat, wartet, bis sich eine entsprechende Lücke bietet und holt dann alles an Beschleunigungsvermögen aus dem Motor heraus, damit man sich möglichst rasch dem Verkehrsfluss anpassen kann. Wollen Sie jedoch ganz bequem Pause machen und müssen Sie zwischendurch tanken, dann fahren Sie am besten zu einer Raststätte. Raststätten und Tankstellen werden so angezeigt. Die Entfernung bis zur Ausfahrt beträgt noch 1500 Meter, wie die Ankündigungstafel anzeigt. Die Bildsymbole auf der Tafel sagen aus, dass man an dieser Raststätte tanken, essen und auch übernachten kann. Sind Sie gerade dabei zu überholen, wollen aber an der Raststätte die Autobahn verlassen, so ist es jetzt schon Zeit, dass Sie sich rechts einordnen. Fahren Sie aber schon rechts und es taucht vor Ihnen ein langsameres Fahrzeug auf, so überholen Sie dieses nicht noch extra. Das wäre rücksichtslos dem Überholten gegenüber, weil Sie ja doch gleich wieder bremsen müssen, damit Sie die Ausfahrt nicht verpassen. Hier steht 600 Meter vor der Ausfahrt ein Vorwegweiser. Es folgt eine Barke mit 2 weißen Streifen auf blauem Grund. Ab hier 400 Meter bis zur Ausfahrt. Jetzt sollte spätestens der Blinker eingeschaltet und das Tempo verlangsamt werden. Die nächste Barke hat,
ähnlich wie an Bahnübergängen, nur noch einen Streifen. Jetzt sind es nur noch 200 Meter bis zur Ausfahrt. Unmittelbar an der Ausfahrt steht die Ausfahrttafel. Die Wegweiser auf der Ausfahrt leiten die Gäste der Raststätte zu den Parkplätzen, zur Tankstelle und zum Motel. Bitte vor den Tank Öl und Wasser nachschauen. Für den Wagen wird gesorgt. Jetzt zum Fahrer. Der hat eine Ruhepause noch viel nötiger nach einer langen Fahrt. Übermüdung am Steuer ist sehr häufig gerade auf Autobahnen die Ursache vieler Unfälle. In der Straßenverkehrsordnung heißt es dazu, wer nicht mehr in der Lage ist, die im Verkehr an ihn gestellten Forderungen zu erfüllen, darf nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Und weiter, wer Anzeichen von Müdigkeit unbeachtet lässt, handelt schuldhaft. Warum etwas riskieren, verehrte Zuschauer? Warum sich selbst gefährden? Sie kommen trotz einer kurzen Ruhepause immer noch rechtzeitig ans Ziel. Stellen Sie sich vor, Sie hätten den ganzen Weg zu Fuß laufen müssen. Ah, hallo, auch schon da. Nur vom Kilometer fressen wird kein Autofahrer satt. Denk bei Zeiten drum ans Essen, Hunger macht bekanntlich matt. Lehmann wollt davon nichts wissen, selten nur schlief er und aß, als er doch mal zugebissen, bis er ins grüne Böschungsgras. Ich gehöre Gott sei Dank nicht zu den Kilometerfressern, wie diese Autofahrer so treffend genannt werden, die nicht genügend Kilometer in einem Stück hinter sich bringen können. Auch beim Essen sollte man Maß halten, wenn man sich nach einer kurzen Rast wieder ans Steuer setzen will. Ich will Ihnen hier keinen ernährungswissenschaftlichen Vortrag halten. Aber eines sollten Sie wissen, nehmen Sie keine schwere Kost zu sich. Zum Beispiel Schweinshaxe oder paniertes Fleisch. Wer Auto fährt, sollte sich mit leichter Kost begnügen. Zum Beispiel Würstchen oder... Aber fragen Sie die Hausfrau, die kann Ihnen besser sagen, was alles leichte und schwere Kost ist. Und vor allem nicht zu viel essen, ein voller Bauch macht müde. Und trinken? Nein, keinen Alkohol. Alkohol verringert schon in geringen Mengen die Fahrtüchtigkeit. Trinken Sie lieber Fruchtsaft oder Limonade. So, ich glaube, ich habe mir meine Mahlzeit redlich verdient. Für Sie aber zuerst noch eine Übung. Bei diesem Zeichen beginnt die Autobahn. Es wird in Zukunft durch dieses Zeichen ersetzt. Darf man hier parken? Nein. Auf Autobahnzu- und Abfahrten ist ebenso wie auf der Autobahn selbst das Halten und Parken verboten. Wie schnell muss ein Kraftfahrzeug mindestens sein, wenn man damit auf der Autobahn fahren will? 20, 40 oder 60 Kilometer in der Stunde? Die Autobahn darf nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, die auf ebener Strecke schneller als 40 Kilometer in der Stunde sind. Diese Mindestgeschwindigkeit muss auch gewährleistet sein, wenn ein Anhänger mitgeführt wird. Alle anderen Fahrzeuge, auch Mopeds, sind von der Benutzung der Autobahn ausgeschlossen. Noch etwas. Kein Fahrzeug darf auf der Autobahn ohne Sondergenehmigung mit Ladung höher als 4 Meter und breiter als 2,50 Meter sein. Die nächste Frage. Wir wollen in die Autobahn einfahren. An der Einmündung steht kein Verkehrszeichen. Von links nähert sich auf der Autobahn ein LKW. Wer hat Vorfahrt? Der LKW hat Vorfahrt, weil er sich auf der Autobahn befindet. Welchen Mindestabstand sollte man bei Tempo 100 zum Vordermann einhalten? Ein besonnener Fahrer wird zum Vordermann einen Sicherheitsabstand von mindestens der Hälfte seiner Geschwindigkeit in Metern einhalten.
Bei Tempo 100 also 50 Meter. Welche Höchstgeschwindigkeit darf man auf der Autobahn fahren, wenn man hinter seinem Pkw einen Wohnanhänger zieht? Personenkraftwagen mit Anhänger dürfen auch auf der Autobahn nicht schneller als 80 Kilometer in der Stunde fahren. Und wie schnell darf man höchstens mit einem LKW fahren? 60, 80 oder 100? Die Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen beträgt auf der Autobahn 80 Kilometer in der Stunde. Vor Ihnen bummelt auf der Überholspur ein LKW. Die rechte Fahrspur ist kilometerweit frei. Dürfen Sie den LKW rechts überholen? Nein. Das Rechtsüberholen ist auf der Autobahn grundsätzlich verboten. Auch dann, wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer widrigerweise die Überholspur blockiert. Neben der Fahrbahn ist ein 2 Meter breiter Randstreifen vorhanden. Darf hier angehalten werden? Ja. Wenn ein 2 Meter breiter Randstreifen neben der Autobahn vorhanden ist, darf zur Fahrzeugkontrolle, zum Fahrerwechsel, zum Scheibenreinigen usw. angehalten werden. Parken dagegen ist nur dort gestattet, wo dieses weiße P auf blauem Grund angebracht ist. Was bedeutet diese Tafel? Es ist eine Ankündigungstafel für eine Autobahnausfahrt. Die Ausfahrt ist noch 1000 Meter entfernt. Was bedeutet die Tafel, wenn statt der Meterangabe ein schräger Pfeil unter dem Ortsnamen aufgemalt ist? Ist ein schräger Pfeil unter dem Ortsnamen aufgemalt, so ist es eine Ausfahrttafel. Sie steht unmittelbar an der Ausfahrt auf der linken Fahrbahnseite. Rechts der Fahrbahn ist die Ausfahrt so gekennzeichnet. Wenn man eine Ausfahrt übersehen hat, darf man auf keinen Fall wenden oder rückwärts fahren. Man muss bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren.